Denken Sie daran, Sie bestimmen das Schicksal Ihrer Charaktere. Alle können sterben. Also, seien Sie vorsichtig. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Detroit Become Human. Wir starten sofort rein. Das Gespräch gerade eben mit der Frau kannten wir ja schon. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir hatten ja in der letzten Folge Marcus, der wieder zum Leben erwacht ist, den wir sozusagen repariert haben. Und soweit ich weiß, sind wir auch noch mit Connor unterwegs gewesen. Jetzt sind wir wahrscheinlich auf dem Weg zu Kara. Wir hatten ja diesen Einsatz. Mal gucken, ob das so richtig ist. Wir hatten ja diesen Anfang, diesen Einsatz mit Hank. Leutnant Anderson. Gucken wir einfach, was uns jetzt hier erwartet. Ich hoffe mal, dass ich das Spiel schaffe, ohne dass ein Charakter stirbt. Wäre sonst irgendwo langweilig. Müsste das Spiel eigentlich auch echt mal auf schwer spielen. Also wissen, was passiert, wenn eigentlich jeder wegstirbt. Funktioniert das überhaupt? Wäre schon krass. Wäre schon sehr interessant. Komm schon, Alter. 15%. Wirst du doch wohl noch packen. Das ging schnell. Wen haben wir jetzt hier? Wir hätten uns auf jeden Fall mit Kara versteckt und Alice. Ja. Wenigstens Mark und Alice. Schon mal ein Vorteil. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Wir müssen unser Aussehen also ändern. Okay. Sollen wir denn das anstellen? Du schaffst es. Schlaf ruhig weiter, ich bin gleich wieder da. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt nicht von dem Typen die Kleidung oder so stehlen. Das war natürlich unschön. Und bei mir hier ist die Feuerwehr am Start. Wir denn hier machen? Ist hier vielleicht irgendwas, das wir brauchen können? Auch ein Werkzeug. Gucken. Liegt also ganz, ganz. Zum Lesen. Na klar. Hier jetzt, wo es regnet. Cyber Wildlife. Erster Androiden-Zoo wird eröffnet. Ja, beim Karl hatten wir das ja schon gesehen, dass es ja auch Tiere gibt, die schon als Androiden sind. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. 0,4% der Weltbevölkerung halten 94% des Reichtums. Ja, die Spanne wird halt immer größer. Arm und reich. Kanada, noch androidenfreie Zone. Okay. Also dürfen dort keine Androiden hin, oder? Man weiß es nicht. USA haben sich ein Androidengesetz bereits 2028 verabschiedet. Das kanadische Parlament hat seine Entscheidung, ob Androiden im Land zugelassen werden sollen, erneut vertagt. Erfolge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft und haben keinen offiziellen Status. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Ach, eine Schere. Vielleicht können wir die ja gebrauchen. Ja, ich glaube, sie schneidet sich jetzt die Haare ab. Ganz ruhig, ganz ruhig. Erzählen wir mal die Künste, wie gut ein Android wäre als Friseur. Blond, weiß, schwarz hat mir nicht so gefallen. Braun mit kurzen Haaren. Auf die nimmt das ja.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Weiß da besser aus. Weiß da besser aus. War grau. Egal. Können wir es nicht ändern. Da drüben ist. Was haben wir denn hier? Untersuchen. Dev-Tor eingesucht. Hier links war etwa. Ah, eine Brechstange. Damit kriegen wir den Kofferraum auf. Sind hier auch neue Kleidungssachen? Sachen zum Anziehen vielleicht? Auf, komm schon. Nehmen. Die nehmen wir gar nicht mit. Was gibt's hier draußen? Wir schauen mal raus. Da hinten ein Polizist, oder? Ja, Polizeipatrouille. Ach ja. Wie sollen wir hier noch rauskommen? Holen wir jetzt Alice? Ja, wir holen jetzt Alice. Hoffentlich schaffen wir das. Schlafmütze, wach auf. Die Sonne ist schon angebrochen. Sonne schon. Wach auf. Fuck. Drück mich da einmal. Komm schon. Wach auf, Alice. Also war es kein Albtraum. Nein, war es nicht. Wir sind wirklich auf. Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie geht es dir? Mir ist kalt. Was sollen wir denn jetzt machen? Weitergehen bis zum Ende der Stadt. Dieser Android von gestern. Er gab mir eine Adresse, dort würde man uns helfen. Direkt auf der anderen Straßenseite führen Schienen vorbei. Der Bahnhof ist nicht weit. Können wir ein Stück laufen? Na dann los. Ich hoffe mal, das Ganze geht jetzt gut mit den ganzen Polizisten. So bist du viel hübscher. Wirklich? Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Also Jungs, rein in die Schlacht. Oh, dort hinten. Jetzt Connor. Die Polizei sucht uns. Das wär's jetzt. Hank. Die können gehen. Ich hoffe mal, das wird jetzt kein Problem. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Hank ist immer noch so ein misstrauischer Wichser. Aber er ist warm. Er mag uns. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam. Und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Los geht's. Jetzt kommt. Wir gelangen zum Bahnhof, also wir müssen dort hinter. Gefahrenstufe.
Schleiche dich am Polizisten vorbei. Weiter, weiter. 50%. Alter! Ja, halt! Geh weiter! Wir werden hier über die Straße verstecken. Geh über die Straße. Geh über die Straße. 50. Uns wird keiner bemerken. Komm schon, komm schon. Sieht das dort bei den anderen aus? 44, 20. Und dort vorne müssen wir hin. Endlich. 90%. Okay, wir können gehen. Wir gehen lieber wieder rüber. Das ist sogar schon rot. Nein, Regenschirm. Scheiße, das sind Mist! Sie. Stopp. Ich hab verkackt! Schnell! Renn, renn! Das. Sie sind Richtung Bahnhof gelaufen. Oh Gott. Jetzt bin ich Connor. Renn, renn halt! Renner Scheiße! Du wirst doch wohl über Rot rennen können. Komm schon, Connor. Rennen, rennen. Sie sind da drüben. Okay. Ich muss hier einholen. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig. Hören jetzt. Oh verdammt! Wahnsinn! Ist durch. Komm schon, schnell, 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 schnell. Schaffe ich. Schaffe ich. Easy. Hey, holt sie hin! Sie dürfen nicht entkommen! Werden sie nicht! Sie schaffen es nie auf der anderen Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich doch um. Du okay, verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Wir warten. Wir müssen uns unbedingt mit Hank anfreunden, glaube ich. Wir kein Event. Wir kein Event. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Oh, was ist das? Das hätten wir geschafft. Was für eine actionreiche Folge, ey. Können wir jetzt wenigstens in Sicherheit gehen? Der leidet bestimmt gerade eben einen Schock. Wir müssen uns beeilen. Es ist immer noch so kalt, bestimmt. Viel man immer machen kann. Also es gibt wahrscheinlich drei verschiedene Enden. Ja? Vielleicht sogar fünf. Vielleicht kann man sogar hier geschnappt werden. Sechs. Viel zu viel. Ja, okay. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir gehen weiter. Ich will noch kurz wissen, wie viel ich von hier. So lange. Morgen auf dem Parkplatz nach zwei anderen Sachen. Entweder das Motel oder das Haus vielleicht. Schlafen kommt. Danke, okay, aber. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden des Polizisten eingesetzt. Marcus, was macht Marcus hier? Tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt.
Erkennen Sie, dass er jetzt eigentlich ein Android ist? Weil die Menschen würden das jetzt so nicht erkennen, weil er hat ja diesen Sensor an der Seite. Was machen wir hier? Sind wir jetzt auf der Suche nach Jericho oder wie? So ein Symbol suchen wir also. Hey Mister, hat sie etwas Kleingeld? Auf einmal werden wir tatsächlich von denen erkannt. Hinweise aktualisiert. Finde dieses Graffiti. Also heute mal ein bisschen suchen, mal mit Zahlen. Geben kann ich ihm leider nichts. Aber die Menschen waren ja auch ziemlich fies zu Marcus. Wollten ihn zerstören. Aber was ist Marcus eigentlich für ein... für ein Typ, sagen wir mal so. Welche Nummer hatte er? Weil er scheint ja schon... eine Art ziemlich altes Modell wahrscheinlich zu. Oh, tut mir leid, Verzeihung. Die Leute hätten sich niemals entschuldigt, wenn sie nicht wissen, dass wir. Ah, da vorne. Bin ich schon gespannt, was Jericho ist. Ah, hier ist eins. Hinweis aktualisiert. Okay. Die Wand dort drüben. Ich bin über die Straße hier. Versuchen. Und zwei Felder, eins ist hier. Das macht jetzt nichts, dass ich noch auf der Straße stehe. Okay, jetzt brauche ich so Roboter. Bin ich mehr hier lang oder in die andere? Ah, hier. Hier ist ein. Das zwei. Das ist etwas. Schön da drunter kriechen. Das bemerkt schon keiner. Das hier jetzt einfach wegnehmen. Entfernen bitte, Marcus. Danke schon. So, aktualisiert. Ich glaube, wir müssen hier drin weiterlaufen. Ah, dort haben wir das also. Nah genug. Oh, wir brauchen drei diesmal. Wer ist hier noch? Einen Weg auf das. Oder nehmen wir das hier. Werden wir mal hochklettern.
heftig. So krass, wie so ein Androide rennen kann. Ah, dort ist es. Richtig fies, konnte ich ja gar nicht von unten sehen. Für so eine roten Wand. Okay, und was jetzt? Auch uns durch. Oh, richtig geil. Das heißt, ein Android kann auch berechnen, wie er die beste Flugbahn hat. Zack. Besser als jeder Parkourläufer. Die Dark. Lass mal runterspringen. Hier fast richtig, glaube ich. Achso, ne. Wir sind hier auch. Dark ist das. Okay, und das wird. Oh. Ah, gar nicht gesehen gehabt. Wie gut, dass Marcus so gute Augen hat. Okay, wir konstruieren jetzt wieder. Aber links ist besser. Geh dich hoch. Wird wahrscheinlich hier passen. Ja, freigeschaltet. Ausführen. Kommt schon eine Attacke. Aber was ist Jericho? Wo gehen die jetzt eigentlich hin? Wieso ist das so ein krasser Weg? War das extra für Menschen nicht erkundbar sein, oder? Stell dir mal vor, ein Mensch müsste das sein. Müsste schon richtig krass sportlich sein. Noch ein Graffiti. Hier war schon. Ah, hier. Eins von eins. Okay. Hier müssen wir hin. Ja, mach mal hier ein bisschen sauber. Hier durchkommen. Jetzt zwar. Komm schon, passt das. Eine wunderbare Aussicht. Oh, Jericho. Ein verlassenes Schiff. Hier kann man auch nichts machen. Da müssen wir wohl. Ja, so schnell kann es gehen. Mich nur ganz, ganz leicht erschrocken. Ah, wäre ja zu leicht gewesen, wenn wir dort einfach drüber laufen könnten. Wäre einfach zu leicht gewesen. Komm schon, spring hoch. Wir finden schon auch einen anderen Weg. Wie kommen wir jetzt dort rüber? Also anscheinend müssen wir dort. Gehen einfach mal hier hoch. Kamera hat sich geändert. Einmal bitte klettern. Hört sich auch nicht gerade so stabil an. Ah, hier kann man noch. Sieht schon richtig krass aus. Nochmal, hier passiert jetzt nichts. Wir müssen nur geradeaus laufen. Da muss man nicht tun.
Bloß nicht runtersehen. Springen. Ist das Wasser überhaupt hoch genug? Was erwartet uns hier? Wir öffnen. Ja, das sieht schon wieder so düster hier aus. Ja, wir nehmen mal die Taschen da. Komm schon, schüttel. Fitness etwas. Kommt das nicht hin? Das ist auch nichts. Tür. Nein. Kann man nicht öffnen. Vielleicht? Vielleicht? Und schon alle guten Dinge sind drei. Hey, kann uns das hier weiterhelfen? Android auf der Flucht. Ja, das wissen wir. Die Kara. Android Astronauten erforscht. Alles klar. Da bin ich raus, Leute. Muss los. Hier geht's nicht weiter. Geht in die andere Richtung. Na toll. Geht's nicht weiter. Hast du mein scheiß Leben? Ob ich da wirklich lang gehen möchte, ich weiß es auch nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich nicht. Schwitzt Marcus oder ist Marcus? Oder ist Marcus einfach nur noch nass? Achso, hier geht's weiter. Hab ich gesehen. Reingehen? Mach das? Gibt halt echt nur eine Tür. Was erwartet uns? Ah. Ein Lagerraum. Hört sich ja nicht so geil an. Schiff immer noch. Komm schon, spring, spring, renn, 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 renn. Willkommen, willkommen. Jetzt weiß bestimmt jeder, dass wir hier sind. Ach komm, nimm jetzt endlich das Scheißteil. Ach komm, kann doch nicht ernst sein. Ist das dein Ernst? Ja, komm schon. Ah, geschafft, Leute. Also Leute, ich will euch echt nichts Böses, aber ihr seht komisch aus. Willkommen in Jericho. Danke. Danke, dass ich hier willkommen bin. 82% und man kann hier gar nichts falsch machen. Mensch, da ist man doch überglücklich, wenn man es dann mal schafft. So zwei Dinge habe ich nicht gemacht.
Okay. Vielleicht diese anderen Wege, die ich gehen konnte, was ich zweimal machen konnte. So Leute, ich würde vorschlagen, ich beende jetzt hier und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar, würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst mal ein Abo da, wenn ihr das seht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.